Esselamu aleyküm Mustafa Hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Der Ramadan ist da und wir Muslime sind fleißig am Fasten. Nun häufen sich diesbezüglich aber unsere Fragen. Die meistgestellten Fragen sind wohl, was bricht das Fasten? Und was muss ich in diesem und jenem Fall tun? Können Sie uns das bitte erläutern? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vorab ist zu wissen, dass das Fasten auf verschiedene Weisen gebrochen werden kann. Entscheidend ist vor allem, ob es bewusst oder unbewusst geschah. Gehen wir die Sache etwas detaillierter an. Fastende, die bewusst etwas essen, trinken oder Geschlechtsverkehr haben, sind dazu verpflichtet, die Kafara zu verrichten. Bei der Kafara handelt es sich um 60 Tage Sühne plus den Tag, an dem das Fasten abgebrochen wurde. Dies bedeutet, dass man nach dem Ramadan so schnell wie möglich 61 Tage ununterbrochen, also nacheinander, zu fasten hat. Hat man jedoch gesundheitlich nicht die Möglichkeit, die Kafara zu verrichten, obliegt es, 60 Tage lang einen armen Menschen oder 60 arme Menschen an einem Tag zu ernähren. Das würde hier in Deutschland zurzeit 600 Euro entsprechen. Weitere Situationen, bei denen die Kafara und die Nachholung erforderlich sind, sind folgende. Wenn man durch den Mund Medikamente einnimmt, absichtlich Schnee oder Regen schluckt oder bewusst Zigaretten, E-Zigaretten und Shisha raucht oder Dämpfe inhaliert. Wenn man bewusst einen Weizenkorn schluckt oder etwas Salz in den Mund nimmt. Dass die Kafara in diesen Situationen Pflicht ist, entnehmen die Gelehrten aus folgendem Hadith. Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sprach, ich bin verloren. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte, was ist passiert? Der Mann gestand, ich habe im Monat Ramadan während der Fastenzeit den Beischlaf mit meiner Frau vollzogen. Der Gesandte Gottes sprach, hast du so viel Hab und Gut, um einen Sklaven freizukaufen? Der Mann, nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, kannst du 60 Tage ununterbrochen fasten? Auch hier erwidert der Mann mit nein. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam übergab dem Mann einen Korb mit Datteln und ordnete an, dass er diese Datteln armen Menschen zukommen lassen solle. Der Mann sagte, dass es keine ärmeren Menschen als ihn in seiner Umgebung gebe. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach, geh und iss sie mit deiner Frau. Kommen wir nun zu den Fällen, bei denen nur der versäumte Tag nachzuholen ist. Wenn man etwas Nicht-Essbares runterschluckt, wie zum Beispiel Papier, Mehl, Watte, Olivenkerne, Stein, Erde oder Gold, wenn man schlaftrunken etwas isst oder trinkt, falls man bei der rituellen Waschung aus Versehen Wasser schluckt, wenn man sich bei den Zeiten der Morgendämmerung und dem Sonnenuntergang irrt und etwas isst, wenn während des Fastens die Periode der Frau beginnt, wenn man sich mit eigenem Willen mundvoll übergibt, Medikamente in die Nase sprüht oder Öl ins Ohr tröpfeln lässt. Hier möchten wir noch hervorheben, dass nach Imam Abu Yusuf und Imam Muhammad rahimahumullah jegliche Medikamente und Spritzen, die nicht über den Mund aufgenommen werden, nicht zu einem Abbruch des Fastens führen. Nun kommen wir zu den Situationen, bei denen es nicht zu einem Abbruch kommt. Wenn man vergisst, dass man fastet und etwas trinkt oder isst, wenn man sich ohne eigenen Willen übergibt, wenn man während des Schlafs einen Samenerguss hatte, wenn man die Spucke oder den Schleim im Mund runterschluckt, Blut abnehmen lässt oder Augentropfen benutzt. All diese zuletzt genannten Aspekte führen nicht zu einem Abbruch des Fastens. Zusammenfassend können wir sagen, dass vor allem die Absicht des Gläubigen ausschlaggebend ist. Wenn es zu einem bewussten Abbruch kommt, sprechen wir von der Kafara und der Nachholung des jeweiligen Tages. Kommt es versehentlich zum Abbruch, dann wird meistens nur die Nachholung erforderlich. Möge Allah uns vor jeglichen Fehlern bewahren und unser Fasten reichlich belohnen. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alameen.